Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part nach einer Woche, was auch ein bisschen länger gedauert hat. Tut mir leid. Mussten leider Gottes auch ein paar Sachen erledigen, die halt doch wichtiger sind, und es ist tatsächlich einiges so dazwischen gekommen. Aber ich hoffe, dass sich das jetzt mittlerweile einpendelt und wir einfach wieder direkt vernünftig loslegen können. So, da muss ich jetzt gerade ein bisschen durchchecken hier, was wir hier alles gemacht haben. Ich meine, wir haben eigentlich die Assignments erfüllt, aber wir müssen trotzdem weitermachen, weil wir haben nämlich noch 23 Tage vor uns bis zur Deadline. Und ja, wir sprechen erstmal mit Astrid. Hey, Wuruna, bist du beschäftigt? Kannst du mir vielleicht Tee und ein paar Süßigkeiten mitbringen? Hat sie das nicht schon mal verlangt? Ah, warte mal. Aber ich glaube, ich kann mich wieder daran erinnern, dass ich irgendwie, genau, ein Event hatte. Richtig. Lass uns mal gucken. Oh nein. Er ist schon wieder hier. Oh nein. Ich ahne Schlimmes. Wuruna! Erinnerst du dich denn nicht daran, wie enttäuscht Mama von dir war? Beziehungsweise letztes Mal, mein Gott, erinnerst du dich noch daran, wie enttäuschend Mutter war beim letzten Mal? Das ist was anderes. Es gibt einen Grund dafür. Natürlich. Glaube ich dir aufs Wort. Ein Grund? Hör mir gut zu. Tiffany ist jung, wunderschön und das Wichtigste, eine Witwe. So? Und? What other reasons do you need than that? Was gibt es denn noch für einen Grund? Oder welchen Grund braucht es denn noch? Alter. Oh Gott. Boah, solche Männer, ne? Schrecklich. Was soll ich das denn wissen? Hör auf, irgendetwas sinnlos daherzufaseln. Hey, Ryan hat recht. Die Gerechtigkeit liegt in unseren Händen. Ryan, wir sollten auf jeden Fall einen trinken gehen irgendwann mal. Ich verstehe gar nichts davon. Alles klar, der Vater ist ein Fremdgänger und Säufer. Arme Wuruna. Oh Gott. Oh Gott. Arme Tiffany. Aber ich glaube, wir gehen wieder zum Workshop. Dann können wir sofort direkt loslegen mit der Arbeit. Basteln erstmal ein paar Kanonen. So. Muss mich jetzt erstmal an die Steuerung gewöhnen, weil ich mich privat gerade auf der PS4 spiele. So. Jawohl. Haben wir super hinbekommen. So. Und ein paar Barrels. Ich glaube nicht. Egal. So. Oh, hi. Ich bin ein bisschen hungrig. Ich glaube, ich sollte zu diesem Laden gehen, wo Ixel arbeitet. Sagt er so, ja, ich müsste eigentlich zu diesem Shop von diesen Ixel-Typen hingehen. Egal. So. Haben wir hier noch was? Nein.
Okay. So, wen haben wir denn jetzt hier bei uns in der Truppe? Da müsste ich wirklich auch gleich gucken. Huch. Okay, Stirk, Cordelia. Ich glaube, ich könnte eigentlich Ixel nehmen. Damit er auch ein bisschen gelevelt wird. Ich glaube, das mache ich auch dann. Oh. Ja. Oh, ein Ingot kann ich kaufen. Sehr gut. Ja, die Sachen brauchen wir eigentlich nicht. So, hier ist eigentlich auch nichts Besonderes. Nee. Okay. So, dann holen wir erstmal Ixel ab. Oh, das Kochbuch. Sehr schön, genau. Wir können jetzt das Kochbuch kaufen. Bisschen Salz. Cabbage Soup. Ich glaube, das ist Kohlsuppe. Oh, ich habe nichts. Aber wir können ihn anheuern. Nein! Nein. Cordelia wollte ich dismissen. So, okay. Aber ihr kennt das ja schon bereits. Es ist eigentlich sehr repetitiv, wie gesagt. Also muss man natürlich Aufträge halt immer wieder abgeben. Je mehr, desto besser. Das haben wir ja gemacht. Okay, sonst ist hier nichts. Wie sieht es denn hier aus? Ja, akzeptieren wir erstmal. Ja, ist auch nicht so gierig sein. Ja, ich weiß. Ach, wir brauchen 4 Stück von, aber ich glaube, wir haben nur 1. Weiß nicht schlimm. Report. Ansonsten haben wir, glaube ich, hier nichts. Nee. Okay. Oder? Können wir irgendwas einlösen? Das wäre natürlich nicht schlecht. Nee, das wäre gar nicht. Okay. So, würde ich mal sagen, legen wir richtig los jetzt. Oh, ich habe kein Geld. Ups. Aber shit, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Obwohl, warte mal, vielleicht kann ich hier auch was machen. Ah, okay. Okay, 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 okay. Doch, wir können hier doch noch was machen. So, das müsste eigentlich ausreichen vom Geld her. Weil wir müssen ja unsere Leute bezahlen, ne? So. Oh, das ist ein Event. Ja, dann lass uns mal dort hingehen. Schau mal, ein Ei. Let me see. It looks fresh. Should we take it? Hm, lass mich mal schauen. Sieht frisch aus. Sollen wir es mitnehmen? What kind of egg do you think it is? Was für eine Art von Ei ist das? I don't know. It's just an egg. Ich habe keine Ahnung. Es ist nur ein Ei. Yeah, but like, from what? Ja, aber von was denn? Some creature? I don't know. Von irgendeiner Kreatur vielleicht? Ich weiß es doch nicht. Well, do you think it's safe to eat? Nun, denkst du, dass es in Ordnung ist, das zu essen? Why not? It's an egg. Warum denn nicht? Es ist ein Ei. I'll make a special giant omelet for lunch. Wanna join me? Ich habe vor, ein riesengroßes Omelett fürs Abendessen zu machen. Möchtest du mit von der Partie sein? No, thank you. Nein, danke. Ich habe irgendein Ei bekommen. Sehr schön. Okay. Und hier gibt es noch mehr Eier. Sehr schön. So, Ponys, habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
wir sind doch etwas stärker geworden. Sehr schön. Ich hätte jetzt nicht in Erinnerung gehabt, dass Ixal so stark war. Na gut. So. Wieder schön verkloppt hier. Ganze Punis. Diese blutrünstigen Punis, die uns nach dem Leben trachten. So. Okay. Ja, da kann ich nichts machen. Das ist so geskriptet, da kann ich nichts machen. So, weg damit. Ich glaube, ich mache Crossfight. Sehr gute Entscheidung. Okay, und down. Sehr gut. Mit dem ganzen Stuff. Oh, eine Bombe. Sehr schön. Aber ansonsten ist, glaube ich, hier gar nichts, oder? Nee, ist hier nichts. Schade. Aber egal. Wir liegen ziemlich gut in der Zeit. Ich denke mal, am nächsten Tag können wir dann das nächste Areal erkunden. Erstes Kochbuch. Längst du, weiß ich jetzt nicht, was es ist. Kohlsuppe, schwarzer Tee. Sehr gut. So. Oh! Was möchte denn Ixal von uns? Ist ja mehr los als sonst. Ja, danke schön. Ja, dank dir. Dank mir? Aber ich habe doch nichts getan. Du erinnerst dich doch daran, dass wir in verschiedene Orte gegangen sind, oder? Also gemeinsam in verschiedene Orte gegangen sind, oder? Dank dieser neuen Zutaten kann ich natürlich mehr Gerichte ins Menü zaubern. Und es scheint so, als würde es jeder mögen. Oh, ich sollte vielleicht mal ein paar neue Gerichte von dir ausprobieren. Sicher. Warte einen Moment. Ich habe heute echt viel zu tun. Hey. Dann schauen wir uns mal um hier. Oh, ja. Doch. Hey. Okay. Es ist so voll hier. Ich kann mich überhaupt gar nicht mehr entspannen. Ah, sorry. Das ist meine Schuld. Gerade weil dieser Ort so günstig ist und große Portionen anbietet. Ja, was? Ach so, das ist wahrscheinlich die Begründung. Ess es auf. Ich kann doch nicht alles essen. So, was sagst du? Warum bin ich hier den ganzen Tag? Nun, weil... Ist egal. Mhm. Oh, oh. Okay. So, so. Mhm. Wahrscheinlich bist du genau aus dem gleichen Grund hier wie mein Vater bei Tiffany. Aber gut. So, und der Ritter hier, der ist ganz fein, der möchte nicht mit uns reden. Ach doch. Oh. Ich habe die vorher schon beleidigt, Entschuldigung. Gibt es denn hier überhaupt kein Mädchen, welches mit einem ekligen Typen wie mir was zu essen möchte? Oder mit mir zu Abend essen möchte? Ich sollte vielleicht das Mädchen aus dem Schloss fragen. Oh. Oh. Wie
kommen so ganz interessante Konstellationen zum Vorschein. Okay, ansonsten ist hier, glaube ich, gar nichts. Legen wir uns erstmal hin. Das stimmt, denn je mehr wir sammeln, desto mehr Einfluss hat es natürlich auch auf die Stadt. Und das merkst du natürlich dann auch. Was auch gar nicht mal so schlecht ist. Ich find's cool. Nee, hier ist nichts. Okay. Tinks? Ich weiß jetzt nicht, was Tinks sind. Ich glaube, nee, Zink. Zink ist es nicht. Ich weiß nicht, oder Zink? Ich weiß nicht. Also ein paar Sachen. Ich kann zwar auf, also gesagt, wenn es um Dialoge geht oder so, kann ich natürlich ein paar Sachen verstehen. Aber zum Beispiel diese Items, also ich kann nicht alle Items irgendwie voraussagen. Ah, okay. Das mache ich nicht. Warte mal erstmal ab, bis sie dann halt ein bisschen mehr MP hat. Oh! Sehr schön. Ja, machen wir das. Okay. So. Machen wir hier noch was. Wieder ein bisschen Wasser holen. Ach Mann! Das ist so bekloppt, weil das sieht jetzt natürlich erstmal so aus, als wäre ich total doof. Ich gerade habe mich auch gerade so ein bisschen blöde aufführe. Aber das liegt daran, dass man halt alles per Steuerkreuz wählen muss. Und ich mache das immer versehentlich per Stick. Das ist jetzt erstmal total ungewohnt, weil wie gesagt, gerade dadurch, dass man natürlich erst noch privat auf der PS4 spielt, ist natürlich echt so ein bisschen heikel. Ich überlege gerade, soll ich zum Beefy Weapon Shop gehen oder zum Town Square? Da bin ich mal im Town Square. Dann kann sich nämlich, also es geht ja nicht nur darum, dass man halt die Charaktere leveln möchte, sondern man muss auch zum Beispiel berücksichtigen, dass die Charaktere sich auch entsprechend erholen, weil am nächsten Tag kannst du davon ausgehen, dass die nicht vollwertig erholt sind. Und so kann man natürlich auch switchen, beziehungsweise wechseln und dann geht das. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Und hat natürlich diesen Nebeneffekt, dass man natürlich auch die anderen Charaktere halt leveln kann. Das ist eigentlich, was der Sinn und Zweck dahinter steckt. Closed-Skirt, nein. Habe ich hier irgendetwas, was ich synthetisieren kann? Habe ich nicht. Blöd. Egal. So, die stehen hier schon Schlange. So, geht's hier wieder richtig die Post ab. Tja, Leute, der muss jetzt leider Gottes den Laden schließen, weil ich muss Zutaten sammeln. Scheiß auf seinen Beruf. Ob der jetzt irgendwelche Verluste macht, ist mir scheißegal. Ich brauche ihn für meine Arbeit. Naja, was soll's. Okay. Ja. Genau. Oh, 5 Stück. Ja, sehr gut. Runenstein. Ich glaube, ich nehme mal Runenstein. Ja, mehr kann ich auch nicht tun. Nee, ich glaube, die Bombe behalte ich. Eigentlich haben wir schon alles hier. Wobei, ich würde so gerne wissen, was passiert, wenn ich alle rote Sterne gesammelt habe. Wow. Wow. Der hat sich die geschnappt, aber da ist nichts mehr geworden. Ja, geil. Und ich habe jetzt keine Bomben. Boah. Sehr gut.